Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Bevor wir gleich auf den Astra V-Server Hannover RP gehen, ja, möchte ich mal ein paar Worte an die Admins dieses Servers richten. Ich möchte erstmal bedanken, dass ich trotz meiner Behinderung auf diesen Server aufgenommen werde. Wir hatten zwar in einigen Sachen nicht die gleiche Meinung, aber konnten uns dann immer einigen. Ich möchte mich wirklich bedanken, weil der Server macht richtig Spaß. Auf dem Server kann man einfach seinen Charakter leben lassen und es kommt zu diesen Situationen und es kommt zu diesen Situationen. Deswegen danke nochmal. Ja. Ganz besonderen Dank geht an Charlie und Elias. Die sind mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Mit denen hatte ich immer am meisten Gespräche. Dankeschön. Nochmal an euch beiden. Ich weiß, in den letzten 2, 3 Wochen, die Meinungen waren ein bisschen unterschiedlich. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber wir sind aktuell in einer Phase, ich bin aktuell in einer Phase, wo es auch für mich schwierig ist, wo RP einfach für mich Freiheit ist. Freiheit auch mal meine Meinung zu sagen, wenn mir im RP was nicht gefällt. Wenn das nicht eure Meinung ist, dann ist das so. Gut. Damit habe ich meine 2 Minuten Eröffnung gemacht. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, danke nochmal an die Feldjäger und alle Admins. Ja. Jetzt hüpfen wir mal rein, weil wir haben ja noch unser Auto, eine FF stehen. Ich denke mal, die Folge wird auch nicht allzu lang. Weil ich möchte heute Abend noch ein bisschen nach draußen gehen an den Rhein. Bald geht's ja auch in die Sommerzeit. Da weiß ich eh noch nicht, wie viele RP es gibt. Aktuell bin ich auf 2 Servern. Deswegen versuche ich jetzt schon mal so viel Content zu machen, dass ihr über die Sommerzeit genug Videos habt. Aber das könnt ihr sicherlich verstehen. Channel switched. So, Sound an. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Okay, das Taxi hat schon wieder Microphone Probleme. activated. Microphone muted. Microphone activated. Ich höre hier schon wieder irgendwo einen Abschlepper.
Ja, ich denke mal, der wird gleich da vorne drehen und dann zurückkommen. Ist natürlich jetzt sch nicht so schön. Das. Dass keiner vom ADAC da ist, aber okay. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich eh ein paar Minütchen nach da oben. Bin mal gespannt, ob er links wieder in die Mauer reinfährt. Microphone muted. No problem, Microphone activated. Na? Okay. Okay. Gut, hat das doch ein bisschen kapiert. Jetzt fahren wir erstmal nach oben, gucken, ob das Auto noch da ist. Okay, ich höre irgendwo einen Polizeiwagen. Der müsste ja hinter mir sein. Okay, aber gut. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt heute noch ein ADACler in den Dienst oder Midnight? Weil ich habe ja die Telefonnummer nicht mehr. Deswegen fahren wir jetzt erstmal runter. Mal schauen, ob er noch rechts rüberzieht. Spätestens, wenn die Abfahrt gleich kommt, muss er eh rüberziehen. Ach, schön.
Die wird einfach mal rechts überholt. Ah. Schauen wir gleich, ob das Auto noch da steht. Genau, du musst rechts runter. Can't get any closer than this. Ob hier oben eine ist. Okay. Hier scheint keiner zu sein. Mal gucken, ob mein Auto in der Garage ist. Okay, hier vorne links. Gut. Microphone muted. Das wäre jetzt aber ein Ding gewesen. So, einmal hier hin. Okay, dann haben sie das Auto schon abgesteppt, das ist gut. Thank you.
Where can I take you? Microphone activated. Whatever you say. Send me that pic you took yesterday. Jetzt haben wir noch gute 5 Kilometer, bis das, ein ADAC oder einer von Midnight da sein könnte, dürfte. Gib ihm. Jo. Und ich bin froh, dass wir die Taxis haben. Die sind echt Gold wert. Die halten sich schön an die Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Ich habe ja genug Geld. Hole ich mir. Boi. Hole ich mir noch ein zweites Auto? Ich weiß es halt nicht. Ich hab jetzt... Kasse minus 21 Euro, okay.
Sorry, man. This is the limit. Microphone muted. That's no big deal. Microphone activated. Ja, ist ja mich jetzt die Frage. Ich fahre jetzt erstmal zum Autohaus, guck mir mal an, was die da so Schönes haben. Ich denke mal, für 220.000 wird es da schon irgendein Auto geben. Warum biegst du jetzt hier links ab? Aber okay. Er wird wahrscheinlich quer darüber fahren. Das Schöne ist, wenn man mit dem Taxi fährt, baut man nicht so viele Unfälle. Vor uns war gerade schon wieder ein Polizeiflugzeug. Oh, da fuhr die Stadt, okay. Oh. Jetzt gucke ich nochmal schnell. You have to walk from here, I guess. Thank you.
Is it your remark okay? Do you know how much I paid for that thing? For you to just treat it like a toy? Time was, a brother used to know who to trust around here. Not no more. Mahlzeit. Alles gut? Ja. Sehr schön. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Auto gekauft, aber der DLC ist zum Autoanmelden nicht da. Oh, okay. Jetzt stehe ich mit dem Auto hier quasi vor der Tür. Ja. Und weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Also, ich habe es jetzt hier. Ich könnte es auch stehen lassen, erstmal im Taxi fahren, aber das bringt's ja nicht. Das ist tatsächlich, ja. Deswegen bin ich erstmal bis hier gefahren. Unerlaubterweise, damit ich erstmal das Safe hier habe. Okay, haben Sie vielleicht erstmal einen Ausweis für mich? Ich könnte ja. Die müssen das Auto an. Ja, gut. Kann natürlich wenig machen. Haben Sie noch ein angemeldetes Fahrzeug? Das steht bei meinem ADAC kaputt. Oh. Deswegen okay. Habe ich ja gerade neues gekauft. Ja, schwierig. Schwierige Sache. Okay, guten Tag, Herr Tan. Ja. Deswegen bin ich ja jetzt zu Ihnen gekommen, weil ich gedacht habe, jetzt ist die Zeit, wo einer vom ADAC mal da ist. Weil ich habe eigentlich ein Fahrzeug. Ja. Das hatte ich abgestellt an der FF Hemming. Mhm. Das sollte eigentlich jetzt repariert werden, aber der Parkwächter sagt, es ist schon beim ADAC. Ja, gut. Ja. Weil jetzt habe ich quasi ein Auto, was nicht angemeldet ist, aber was jetzt aber hier fährt. Ja, es ist vor 30 Sekunden gekauft worden. Also noch ganz neu. Ja, das ist fabrikneu quasi. Vielleicht machen wir es so, ich schaue mir das Auto mal kurz an, ob es in Ordnung ist. Und dann ich sag mal so, bei 150.000 Euro. Ja, ich werfe mir mal einen Blick drauf und dann fahren sie einfach ausnahmsweise unangemeldet rum, bis ein ADAC verfügbar ist. Ich sag mal so, ich gucke jetzt alle 10 Minuten mal auf unser schönes Tablet. Vielleicht tut sich ja heute noch was. Ja. Ich hoffe einfach mal. Weil ich sehr gut, ja. Weil dann habe ich ein Auto ohne TÜV, ohne irgendwas. Und das andere Auto, gut. Wird eh wieder teuer. Aber okay.
Ja, ja, können wir echt nichts, können wir gerade schwer nur warten, weil sie melden ja, glaube ich, auch an Autos, oder? Irgendwas, nee, ummelden, irgendwas war doch hier. Boah, das sind leider nur Anwärter, also ich melde sowieso schon mal keine an. Selbst wenn es jemand bei uns könnte, ich kann es nicht. Achso. Und es ist gerade niemand da, außer mir. Soll ich sie dann wirklich neidisch machen mit meinem neuen Auto? Was ist es denn für ein Auto? Audi e-tron mit dicken Pommes-Theke, richtig schön groß. Ja, also ihr könnt gerne e-tron gucken. E-tron macht mich nicht neidisch. Ich weiß nicht, ob das ein e-tron ist, es ist auf jeden Fall. Ja, ich hatte erst überlegt, nehme ich eins für 280.000, ich glaube ein Q7 war das, oder nehme ich ein R6 für 50.000 oder nehme ich den Mittelweg. Also ich hätte den R6 genommen. Ja, kann ich mir auch noch leisten. Ja, auch noch. Ja gut, ist halt nicht angemeldet, ne? Nein, ja, ja. Nee, ich habe jetzt nur 80.000 auf dem Konto, also alles gut. Ja, gut. Ja, werfen wir mal einen Blick aufs Auto, ob es wenigstens fahrbereit ist und dann... Also wenn ich nicht hinterm Steuer sitze, dann nicht. Wie meinen Sie? Wenn ich nicht... Achso, ja, ja, ja. Ja, ja, gut, ich meine jetzt hier vom Zustand, ne? Ja, hat doch keinen... Doch, eine Bodenwelle hat schon gesehen vorhin. Oh, ja, dann schauen wir mal, beim Rausfahren. Fahrbereit ist. Ja, ich hoffe mal, dass meine Ziel kommt, da kann ich jetzt natürlich schlecht helfen. Ja, ich habe gedacht, sie machen Serviceleistung und kennen da irgendwelche Leute. Midnight wird mir erreichen. Ja, irgendwas. Kann ich sie leider nicht vermitteln. Ja, ich weiß. Ich bin nur zu ihnen gefahren, damit ich einmal fertig habe, dass sie das gesehen haben. Weil ich sag mal so, der ist nicht ohne. Ja. Ja, sieht schon schick aus. Aber ich sag mal so, das ist ein Elektroauto. Ich weiß nicht, ob das ein e-tron ist, aber es ist auf jeden Fall Elektro. Und hat keine Auspuffe, ne? Richtig. Ich möchte ja auch für die Umwelt da sein. Ich fahre normalerweise, eine Corvette mit 300 km/h. Aha. Ich wollte mal, die Corvette ist halt kaputt gegangen nach Wildunfall. Und ja, ist halt jetzt das Ding... Solange keiner von denen da ist. Ja. Ich kann es natürlich auch einpacken und mit Taxi fahren. Ich sag mal so, das ist jetzt ihre Entscheidung. Ja, wäre natürlich der korrektere Weg, ne? Aber das ist natürlich jetzt auch doof, dass gerade keiner da ist. Das ist, schwierig. Weiß nicht, können die von Midnight anmelden? Ich glaube nicht, oder? Wer? Die von Midnight, die können ja nicht anmelden, oder? Ich sag mal so, die sind doch im Auftrag vom ADAC. Ja, gut, ich weiß nicht, wie weit denen ihre Befugnisse gehen, ehrlich gesagt. Ja, also ich sag mal so, die Midnight kommt auch im ADAC rein, ins Gebäude. Ah ja, okay. Okay. Dann müssten die auch eigentlich anmelden. Das ist halt das Ding. Aber Midnight ist ja auch nicht da. Ist ja gar keiner da. Ja, ist gerade ein bisschen doof. Im Prinzip ist die Polizei auch nicht da, laut Leitstelle. Ich bin einfach nur reingegangen. Ja, ich kann auch, ich bin leider nur Anwärter, ich kann auch nicht in die Leitstelle, das ist ein bisschen nervig. Ja. Deswegen habe ich gerade stumm geklingelt, weil ich gedacht habe, ist eh keiner da. Ja gut, doch, Glück gehabt. Mehr oder weniger. Wobei ich jetzt halt auch nicht helfen kann. Ja, nee, dann, nehmen Sie erstmal das Taxi, ne? Sie könnten den ja hier stehen lassen. Wenn ein Kollege kommt, kann ich gerne mal mit dem Rücksprache halten, wie wir hier mit verfahren. Ich kann natürlich auch zu Midnight privat fahren. Privat bedeutet? Ich weiß, wo die wohnt. Ja gut, aber ja, lange das Auto ist. Ja. Mit dem Taxi könnten sie zum Midnight fahren. Nee, da komme ich nicht hoch. Die wohnt so hoch, da komme ich mit dem Taxi nicht hin. Ach so. Aber aha. Der hat ja Tempo. Der ist zwar anschließend kaputt, aber das wäre mir egal. Aha. Ja, schwierig. Schwierige Situation. Okay, dann fahre ich erstmal zum Würfelplatz, parke ein. Da klebe ich jetzt einmal gleich rote Kennzeichen dahinter an mein rotes Auto. Fahre einmal bis zum Würfelplatz, packe ein. Und guck dann, was Phase ist. Vielleicht kommt ja noch einer. Machen Sie es so. Das klingt gut. Ich sag mal so, ich bin ja bei der Feuerwehr. Wir haben ja immer rote Nummern für unsere Feuerwehrfahrzeuge. Nein, alles gut, ja. Schon. Okay, perfekt. Dann würde ich einmal zurückfahren. Ja, machen Sie das zum Würfelpark. Zum Würfelpark. Dahin soll's reden. Genau, ist markiert, sind. Wie viele Kilometer? Kann ich gerade nicht sehen.
Ist aber nicht viel. Okay. Ja, gut. Die kurze Strecke, das kriegen wir hin. Die kurze Strecke wäre einmal durchs PD. Wenn sie mir die Türen offen halten. Ich glaube, da passt das Auto nicht ganz rein. Ah, nicht ganz. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann wissen Sie Bescheid. Sollte einer Ihrer Kollegen anhalten, können Sie ihn Vermerk machen. Und dann würde ich das Fahrzeug, wenn das angemeldet ist, nochmal vorführen. Irgendwie so. Genau. Ja. Mal anmelden halt überhaupt mal, ne? Also. Ja. Wenn ein Kollege da ist, kann ich mal Rücksprache halten. Dann können wir das vielleicht klären. Ich sag mal so, die kennen mich eigentlich alle schon. Die wissen, dass ich ein bisschen komisch bin. Und normalerweise sind bei mir die Autos alle angemeldet. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen was und dann schauen wir mal. Ja, ich muss. Also die Bremsen von den Dingen, ich drücke auf die Bremse, ich stehe innerhalb von 0,1 Sekunden. Also ganz schlimm. Aber ist okay. Jetzt schlimm, ja, ist doch gut. Ja. Kann nichts passieren. Dann auch große Bremsscheiben. Ich sag mal so, ich habe so gekauft vom Werk. Das ist nachher ewig ganz anders. Ja. Mhm. Das wird noch größer, noch breiter. Wird noch größer, okay. Ja gut, solange es bremst. Ne, ich weiß nicht, die Bremsen wollte ich ausbauen. Ich glaube, das sollten sie lassen. Ah, okay. Weiß nicht, ob sie dann eine Zulassung bekommen. Ohne Bremsen. Ich kriege meine Zulassung immer. Ja, gut, ohne Bremsen. Warum? Wenn die Bremsen da sind, aber nur ganz klein, dann reicht es. Solange es noch anhält? Na, anhalten tut's, aber wann? Keine Ahnung. Ja, gut, in adäquater Entfernung, ne? Also. mit einem kleineren Bremsweg, klein genug Bremsweg. Ja, nee, muss natürlich der ADAC machen, ja. Können wir gerade wenig machen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich würde jetzt sagen, wollen sie eine Runde fahren, aber sind sie am Dienst. Ja, richtig. Gut. Setz mich jetzt in den Streifenwagen. Okay, ja. Aber machen sie nicht solche Streifen. Bitte? Machen sie nicht Streifen auf die Straße. Nein, natürlich nicht. Okay, dann parke ich das Auto ein, dann ist gut. Ja, perfekt. Ciao. Ciao. Ich sollte mal da ein paar Bremsen nachrüsten. Ich fahre jetzt nochmal zum ADAC. Okay. Warten wir mal kurz ein paar Sekunden. Ich sag mal so, wenn die Leitstelle nicht besetzt ist, dann wird auch keiner da sein.
So. Wie viel Geld habe ich noch? 78.000. Mal gucken, ob einer kommt von Midnight. Ich sag mal so, die Leitstelle ist eh nicht besetzt. Mal schauen. Ja. Denk mal, so 6-7 Minuten kann ich den schon geben. Ist halt die Frage, ob Midnight da ist. Wäre natürlich auch schön, wenn ADAC da ist. Aber aktuell sind sie nicht da. Übrigens, den Autoverkauf, den gibt es nicht mehr. Den haben sie quasi aufgelöst. Was ich ein bisschen bedauere, aber okay. Gut. Ja. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Also Midnight scheint ja nicht zu kommen.
Das Ding ist. Ja. Unas copitas esta noche. Okay, das Handling ist nicht gut. Ich weiß, ich habe die Polizei hinter mir. Das ist mir gerade mal egal. Hi. Ich zieh mich schnell um. Sesam, öffne dich. Oh, ich liebe diese Tore. Gut, bin ready. In der Post. Ich hatte ganz Zeit gedacht, ich hätte die Polizei hinter mir. Ach so, ne? Weil ich gerade illegal mit meinem Auto fahre. Hätte 22, 47, 20 bitte um Einsatzdisponierung kommen. Aber war das Vollgas, was du gefahren bist gerade? Nö, das ist, ich habe das Auto gerade normal gekauft.
gerade. Ich warte eigentlich, dass der ADRC da ist, dass ich das voll tunen kann. Das war voll das, was du gerade gefahren bist? Also in der Grundstufe ja, ist noch nicht getuned. Das ist trotzdem schlecht. Ne, ich brauchte nur ein Auto, weil mein anderes Auto ist kaputt gegangen. So, ich habe mal eben die Alarmierung angenommen. Ja, das war aber besser, wenn du es bevor du Abendfahrt schon annimmst. Na. Weil dann weiß ich, mit wie vielen Personen ich zumindest rechnen kann. Ich war gerade davon überzeugt, dass ich alleine fahre und dass du irgend so ein Behinderter bist, der mir gerade ausbremst. Ach so. Okay, ja. Aber mitten auf der Autobahn ans Handy? An was? Mitten auf der Autobahn ans Handy? Mhm. Na, ist auch schwierig. Ja. Ich sag mal so, mit meiner Corvette fahre ich aktuell 280. Mit dem bin ich jetzt 180 gefahren ohne Tuning. Ja, bitte. Nee, ja, hier der Florian Hannover, LAN 22 47 20, bin in der Frage, sind weitere Einsatzkräfte auf Anfahrt kommen? Ja, das ist so verstanden. Soll ich gleich Dekon aufbauen? Erstmal Lagemeldung machen. Kann ja auch nur ein Benzintank oder so sein. Stimmt. Mach du gleich erstmal Lage. Ich denke mal, wir sind erstmal zu zweit, oder? Warte, das ist von mir gar nicht verstanden, warte. Wiederholen, komm. Ja, ich werde Ihnen eine Rückmeldung geben, komm. Wann hast du Zeit für eine Atemschutzeingewöhnung? Ich? Ja. Gleich? Schwierig. Du hast muss gefragt. Schauen, wenn wir ein... Ja, muss mal schauen, wann wir einrücken. Warum auch, bin ich wieder verhindert. Na, alles gut. Ich sag mal so, AGT wäre schon gut. Weil ich denke jedes Mal, ich fahr mit und dann kannst du nichts machen. Mhm. Und wie lange dauert die? Lass uns erstmal den ABC ab. Einmal Gerät anlegen, bisschen herumgehen. Ja. Ja. Also das, was ich eigentlich bei der BMW auch gemacht habe. Ja, aber du gehst dann demnächst bitte zum Arzt. Dieses G29 oder was das da ist? G26-3, ja. Ja, da wollte ich letztens hin und dann hat das Krankenhaus gebrannt. Bitte. Ja, da hatte ich ja mich einen Termin. Geil, oder? Ja. Okay, ich hab meinen. Ja, ich noch nicht. Gehe ich einfach zum Klinikum, oder? Ja. Lass uns erstmal Fokus hier drauf legen. Ich sehe nämlich noch nichts. Ja, ist ja gut, aber kann auch scheiße sein. Kann auch drin sein und das ist nicht so leidend. Ah, da ist es. Ja, ich sehe schon. Ah, geht aber. Ja. Aber wo ist da. Oh, okay, da stehen vier Fässer. Ich schicke mal hier hin heute. Na, passt dann absitzen. Ja, kannst du eine Schlauchleitung legen? Na, hatte ich gerade vor. Nur was? Mal gucken, wo der Hydrant ist. Der 2047-20 mit einer ersten Lagemeldung, mehrere Kleinbehälter. Muss ein. Nehme ein B-Rolls aus, gib einen Verteiler eine und ja, ich gehe dann mit C-Stahlrund vor. So. So, da ist der Verteiler. Setze ich dir hier schon schön unten hin. Passt. So, da liegt er.
Also ich ja, fange hier nicht an zu husten. Ich könnte vom Weißen mit runterkühlen. Ja, kannst du auch machen. Solange ich nicht huste, ist ja alles gut, oder? Ne, passt. Wieder runter. Microphone muted. Microphone activated. Mein C-Rohr liegt schon innen drin. So. Jo. Mal hier. Das Gerät. Schmeiß mal einmal noch hier hinten das Ding rein. Zack. Na passt, dann drück mal ein. Sehr schön. Ja, ich kam doch ziemlich nah ran, auch ohne AGT, aber mit AGT wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Beziehungsweise sicherer. Boah, ich hoffe mal, der ADAC ist gleich da, ey. Weil ich hatte gestern meine kaputte Corvette stehen. Die wollte ich gerade abschleppen lassen heute Nachmittag. Die war weg. Ja, Florian Hannover Land 2247 20 Abschusslagemeldung. Brand gelöscht, Nachlöscharbeiten durch Kultivarten und dann wieder Freibahnfunk kommen. Lief doch ganz gut. Dann würde ich gleich gucken, dass ich noch einen Arzt kontaktieren kann. Für einen Termin. Mhm. Da musst du den noch bei der Berufsfeuerwehr machen. Ah, okay. Ist da ein Termin? Ich bin nur für die Einschränkung da.
Das heißt, ich müsste einen Termin bei der BF machen? Was für ein Entes haben wir? Komm. Ja, ist so verstanden, komm. Ich kotze im Start, Alter, ich schwör's da. Bomben von am Flughafen, das hab ich gebraucht. Oh, oh. Ist doch jetzt nicht deren Ernst, oder? Okay, aktuell ist es noch nicht bestätigt. Ich starte so gern was sagen, aber ich schwör's dir, wenn ich das sagen würde, ne, dann fliege ich so schnell weg, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann es mir auch fast denken, was du sagen willst, aber lass uns da nicht drüber sprechen. Die Männer mit dem weißen Kleid und dem Turban auf dem Kopf. Nee. Sag das nicht so laut, du weißt ja, das ist wirklich ja. Aber ist okay, ich verstehe dich. Ja. Sind die Aliens schon wieder da, ey? Super. Ich war heute Mittag schon im Alien-Viertel und... Gib Gas, Alter. Ich glaube, da ist meiner sogar schnell in mein Auto. Ja, der Sprint ist auch sogar schneller als der da. Dann lass uns direkt durchfahren. Im Prinzip hast du schon eine Alarmierung? Ja. Okay. Dann warte ich mal eben, bis die Alarmierung im E-Mail-Verteiler kommt. Die kommt nicht, warum sollte sie kommen? Okay, stimmt auch wieder. Er wird jetzt sich unnötig nochmal disponieren, wenn die Leute, die da sind, halt da sind. Naja, ich bin ja willig zu arbeiten, deswegen bin ich auch in Dienst der FF gekommen. Du hast ja keine Arbeit. Du hast ja keine Arbeit, oder? Ich sag mal so, ich gehe Gold sammeln, ist das keine Arbeit? Nee, du bist ein typischer, wie nennt man das, Hartz-IV-Empfänger. Aber ein Auto für 150.000 Euro ausholen. Ja. Nee, ich habe jetzt dreimal im Casino 150.000 Euro gewonnen. Mhm. Ja, und die mussten weg. Ich habe jetzt immer noch 80.000. Ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwie so ohne Hocken leben, Alter. Weil das ist so, ja, dann fühlst du dich nur, ja, so nicht nützlich. Du gibst ja keinen Beitrag der Gemeinschaft, außer dass du bei der FF bist. Ja, ich weiß schon. Aber es ist ja jeder seine, wie nennt man das, ethische Hinsicht, wie man es nennt. Ich sag mal so, ich lieb... Okay, den habe ich nicht verstanden, aber okay. Was hast du nicht verstanden? Den GTI-Fahrer. Ja, lebt mal einfach. Gibt die Fahrer. Ja. Ne, das Ding ist, ich möchte ja eigentlich arbeiten, aber warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich es auch anders machen kann? Neu. Aber ist nicht Fahrt, Alter? Wir waren unnormal Fahrt, den ganzen Tag irgendwie in der Mine zu hocken und nichts zu. Also, nichts zu tun. Ich habe meinen Rekord war 6 Stunden auf der Mine. Ja, Alter, das macht dir gar keinen Spaß. Egal um welches Geld, oder? Ja. Da ist lieber RTW fahren oder so für Mindestlohn oder so, da einfach noch. Ja, ich komme ja nicht mehr in die BF. Das ist ja das Ding. Die haben mich ja rausgeschmissen, deswegen bin ich ja zur FF gekommen. Ja, aber nur für diese Auffahrt, oder? Ja, ich hab mich halt überall beworben. Die Stadt sagt, die sind voll. Die Polizei, die sagen, die ja, sind... aber da war noch die alte Leitung. Ich sag mal so, aktuell, ich werde mich wahrscheinlich jetzt auch demnächst für 2-3 Wochen in den Sommerurlaub begeben und dann gucke ich mal, wie es im Herbst ist. Wenn im Herbst die ganzen Blätter so wieder liegen. Das fuckt mich so ab, Alter. Da hat man einmal einen Termin, oder? Und dann kann man den nicht einhalten. Ich schwör's, ich kann kotzen.
sag mal so, sonst machst meldest du dem Teamleiter und fährst um 7:30 zurück. Ich hoffe mal, die entschärfen die Bombe ganz schnell und bist du schnell wieder zurück. Ja, warum gut? Naja, wie der ja, Teamleiter, ich bin selbst der Leiter. Achso, super. Mhm. Das heißt, du bist gezwungen da zu bleiben. Ich habe halt ein Gespräch für den ASB, also. Dann soll ich schick den ASB mit zum Bombenfund und mach das da. Oh, Kopfschmerzen. Alles gut. Ich glaube eh, der Bombenfund ist nicht bestätigt. Der Bombenfund ist bestätigt, nur ich denke, entschärfen ist halt die Sache. Jag die Bombe hoch und bumm und dann ist die Bombe weg. Ich schwör's, wenn der zu mir sagt, oder? Ja, wir haben die Bombe entschärft, die können es wieder eindrücken, dann schlage ich ihn zu Tode, ich schwör's euch. Wer hat nicht gerufen? Da oben, RTW steht oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich was gefunden haben. Ja, Frage, wo ist der Bombenfund? Ja, da, die Polizei ist rechts. Komm, wir gehen um hier. Alter, ich schwör's dir, ich hasse dich über alles, oder? Ich könnte kotzen. Ich komme hier aus Laatzen angedüst mit 130 km/h, oder? Und jetzt sagst du mir... Na, Alter, ich schwör's dir, Alter, ich geh mir jetzt... Na, sprich mich einfach nicht an. Alter, ich pack das nicht. Ja, hat sich schon erledigt, wir sind an der Feuerbeisatzstelle. Das fuckt mich ab, Alter. Yeah. Jetzt erfolgt er mich noch. Jetzt muss ich lauter STVO noch fahren, Alter. Ich schwör's da. Nee, du hast mich an Bord sitzen. Ich bin was Besonderes. Ich pack's psychisch nicht mehr. Was war denn das? So eine kleine Minibombe, Handgranate oder so ein Quatsch? Keine Ahnung. Der will es jetzt aber genau wissen, der zieht uns gleich rechts ran, oder? Alles gut? Nein! Alles bestens, fahr einfach weiter. Der Miesner? Ja. Ist alles gut? Nein. Was los? Ich muss von Laatzen hier overfahren, nur damit ich rausfinde. Ja, gibt's eh nichts zu tun hier. Es ist ja so easy mit einem fucking LKW spazieren zu fahren. Ja, das verstehe ich. Ja, da passt. Dann aber sind wir froh, dass niemand hochgegangen ist. Ja, trotzdem. Ich wollte schon den weißen, eingetüteten Mann sehen. Wenn ja, du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber nein, schon kam das nicht tatsächlich. Na passt, dann. Gut, tschüss. Jo, tschüss. Ich wollte gerade, dass die dann schwimmen, so ein Tag so wunderschön wie heute. Alter, ich schwör's, Alter, das fuckt nicht wieder. Hätten die uns nicht so eine Attrappe da hinlegen können, dass wir wenigstens ein bisschen was haben? Ja. Irgendwas. Nehmen wir, ich hab das viel gedrückt und dann muss ich schon einrücken, wirklich. Na komm vor. Oh, immer noch kein ADAC da, das ist doof. Ja, der ADAC kommt heute fix nicht, Alter. Was denkst du dir? Na, ich muss ein Auto anmelden, ein Auto ist kaputt im Abschlepphof. Auto anmelden kannst du auch bei der Polizei. Nein, die sagen, dürfen sie nicht. Doch. Ich war vorhin mit meinem neuen Auto da, die sagten, da darf nur ADAC aktuell. Na. Meist hat auch die Polizei angemeldet. Na. Ich war halt da. Ja, der ADAC ist nicht. Weil du müsstest vielleicht wir müssten so eine Sammelklage machen gegen ADAC.
Ja, okay, aber es ist halt auch lächerlich, was sie beim ADAC verdienen. Also ich verstehe es natürlich, warum da niemand da ist. Ja. Ich meine, Zubi verdient beim ADAC 1000. Oh, die würde ich auch gerne mitnehmen. Alter, das ist zart. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du beim ADAC bist, dann hast du dauerhaft was zu tun. Naja. Und dann verdienst du 1000, das ist ja lächerlich. Schau dir die Stadtwerke an und schau, wie viel du bei uns verdienst. Na, gar nichts. Und doch, ein Azubi verdient bei uns 2500 Euro. Achso, du bist von der BF? Na, ich bin von den Stadtwerken die Leitung, beim ASB bin ich Chef der Leitung. Gut, wenn du die Leitung bist, suchst du noch Kollegen? In welchen jetzt? ASB oder Stadtwerke? Stadtwerke. Leer. Ich sag mal so, wenn du sowieso im Auto sitzt, würde ich eine Bewerbung schreiben oder du hast ja meine Nummer, oder? Nee, mein Handy telefonieren geht nicht. Ich hab das irgendwie kaputt geworden. Achso, ja. Aber bin zu faul, mir ein neues Handy da zu leisten. Ja, sag mal so, gestern stand hier einer von der Stadtwerke auf dem Seitenstreifen. Diese Spur bitte nicht befahren. War schon ein bisschen verwirrt. Ja, manche sind nicht so die hellsten Köpfe. Ich sag mal so, solltest du wirklich was gebrauchen, ist mir eigentlich auch egal, 200 oder 300 Dollar die Euro halbstündig. Ich will halt was zu tun haben. Geld ist egal. Ich will sogar für 100 Euro die Stunde arbeiten. Dann sie ja bei uns bewerben. Ja, sag ich ja. Du bist Leitung, oder? Ja. Und wie gesagt, bei uns verdienst du halt Geld dadurch, dass du halt Auto fährst, primär. Und sekundär haben wir dann ein paar Mal die Baustelle, dann hast du halt ein bisschen was zu tun. Aber ist trotzdem also lächerlich für das, was man macht, dann eher Haufen. Eine mündliche Bewerbung reicht nicht, oder? Ja, da muss halt schon ein zweiter dabei sein. Und das kannst du jetzt nicht im Auto waschen. Ich bin hier gerade als Elfenflau unterwegs und nicht als... Achso, ja, stimmt auch wieder. Lass uns da ein anderes Mal drüber sprechen. Ja, sicher. Ja. Dann das mir einfach ein guter Kumpel hat erzählt. Na, Habt ihr so einen Anmeldezettel? Würde ich nämlich direkt bei euch vor die Tür fahren, mich einmal melden. Na, haben wir nicht. Wir haben das System leider nicht bekommen. Okay. Dann würde ich eine kleine E-Mail über Defo schreiben. Ja, passt eh. Denk mal heute Abend, du bist ja gleich bei der ASB, wird wahrscheinlich eh länger dauern. Naja, der will sich mal den ASB anschauen, weil der hat mich angeschrieben mit so... Ja, Herr, der hat da sich gerne bei uns bewerben und so. Ich dachte, ja, passt, kann man eh machen. Was ist wichtiger, ASB oder ASB war nämlich eigentlich auch für mich hochinteressant. Ja, beides ist recht labern. Nur halt leider wird ASB halt viel zu selten alarmiert. Ja. So, dann fahre ich gleich einmal zur Klinik hoch. Ich weiß aber nicht, ob da jemand ist. Gerade sagen, wir haben mein Auto geklaut. Ich sag mal so, ist er eh nicht angemeldet, also daher. Nee. Gut. Dann laufe ich ja mal zurück. Jetzt sag mal, das Auto, das steht hier schon seit 4 Tagen. Wem gehört das? Wie bitte? Das Auto steht schon seit 4 Tagen hier. Wem gehört das? Nee, keine Ahnung. Oh, ich liebe diese Tore.
wir können jetzt natürlich auch schnell zu den Stadtwerken fahren, schnell ein Bewerbungsgespräch machen. Wir haben ja noch 40 Minuten. Ich brauche aber einen zweiten bei einem Bewerbungsgespräch. Mündlichen. Okay. Ah, okay. Dann hast du nichts gesagt, dann mache ich das über Ticket. Über. Ja, passt. Passt das. Man hört sich eventuell gleich beim nächsten Einsatz. Weil kann gut möglich sein, dass ich in einer halben Stunde weg bin. Weil ich sag mal so, Wenn ich ASB-Dienst komme, ich auch hier nicht. Naja. Ja. Passt, dann sieht man sich irgendwann. Passt, grüß dich. Jo, grüß dich. Ja. Wohin will der? Egal. So, jetzt einfach mal nicht hingucken. Man tankt. Oh ne. Haben wir einen Geldautomaten? Komm. Channel switched. Channel switched. Oh, geil. Channel switched.
Ist doch mal geil, ein E-Auto. Was mit Benzintaxe, aber ich glaube, anders geht's wahrscheinlich hier nicht. Heute ist der Server aber ganz schön anstrengend. Channel switched. Your bleed about the movie was hilarious. Text me tonight. Jesus! Klar, machen wir kurz noch rein ins Spiel. Ciao mit V, Robin. Tschüss, bis gleich.